ist immer noch hier. Bro, weißt du, was wir machen? Bro, wir hatten den schon komplett vergessen. Jo, Leute! Und willkommen zu einem neuen Video auf der IT! Ja, Freunde, ich habe was Trauriges mitgekriegt. Und zwar soll hier angeblich noch mehr TNT hochgegangen sein. Und Freunde, ihr seht schon, das Restaurant vom guten Alten ist jetzt einfach komplett kaputt, Freunde. Ey, das ist richtig doof. Ich werde das hier auf jeden Fall nicht nochmal aufbauen. Ich habe mir hier so viel Mühe gegeben. Aber hier war ein Kampf anscheinend und das ganze Restaurant ist einfach in die Luft geflogen, Freunde. Naja, Freunde. Übrigens, ihr habt's wahrscheinlich schon mitgekriegt. Unsere Geheimbase wurde auch geleakt. Von daher, die ist auch hochgesprengt. Also wir haben jetzt einfach gar nichts mehr, Freunde. Aber Freunde, IT wäre ja nicht IT, wenn er nicht ein paar Items in Sicherheit gebracht hätte. Ich habe auf jeden Fall genug Diamanten und alles in Sicherheit gebracht. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, Leute. Aber Freunde, heute machen wir was Krasses. Und zwar treffen wir uns heute mit Blackjack. Der ist ein bisschen weiter weg, ein paar Blöcke entfernt. Er hat gesagt, er hat was richtig Krasses vorbereitet, Freunde. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Und deswegen, Freunde, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu Blackjack und wir sehen uns gleich. Yo, Blackjack, wo sind wir hier? ID, das ist streng geheim, sag ich dir. Hä, wie streng geheim, Blackjack? Wo sind wir hier? Du hast gesagt, ich soll hier runterkommen, ey. Ja, folgen Sie mir unauffällig. Blackjack, sag mal, hast du eine Überraschung für mich? Eine Geburtstagsparty oder was? Nein, eine TNT-Falle. Natürlich, ja. Geburtstag. Hä, Blackjack, was ist das hier? Das hier, mein Lieber. Ja? Ist eine Creeper-Farm. Es ist nur eine kleine, aber eine feine. Oha, das heißt, die Powerberger Ritter haben jetzt ihre eigene Creeper-Farm? No tatsächlich way. Tatsächlich haben wir sogar zwei, weil Max selber hat ja auch noch eine. Aber diese Creeper-Farm ist schnell und einfach gebaut und der Vorteil ist, du kannst die von den Etagen her, wir haben jetzt hier quasi zwei Kammern, einmal oben, einmal unten. Heavy! Und du kannst sie, ja guck, ich kann dir das mal zeigen, hier. Guck. Ah, okay. Geh hier einfach mal rein. So, guck, hier haben wir zwei Etagen, da oben ist Etage Nummer 2. Oh. Und die Creeper, die haben Angst vor diesen Miezen hier. Die rennen vor denen weg. Ah, ich verstehe, die Creeper haben Angst. Und dann rennen die praktisch hier rein, ja? Genau, und da werden sie von dem Wasser nach vorne gespült. Und den Rest zeige ich dir unten, komm mit. Oha, Blackjack, das ist eine starke Idee. Krass, dass du das ausgedacht hast, ey. Ja, was denkst du denn? So, und dann kommen quasi die Creeper, die kommen dann hier runter, werden automatisch, das ist vor allem eine automatische Farm, also wir müssen uns nicht hinstellen und die irgendwie kloppen oder so, sondern die landen hier auf dem Lagerfeuer, bekommen Schaden und dann landet da unten das Schwarzpulver drin. Es ist jetzt gerade noch nicht viel drin, weil ich die ja selber erst aktiviert habe, weil ich die ganze Zeit noch die Katze und so sammeln musste. Ja, aber... Oha, Blackjack, aber damit, weißt du, was du hier gemacht hast? Du hast dafür gesorgt, dass die Paulberger Ritter einfach genug TNT für das ganze Projekt haben. Ja, und vor allem, wie gesagt, das Geile an dem ganzen Konstrukt hier ist ja, dass wir quasi unendlich viele Etagen darauf bauen könnten, theoretisch. Das heißt, du könntest hier auch 20 Etagen bauen, dann hast du halt innerhalb von einer Stunde gleich mal 4 Kisten direkt voll. Oha, also das ist jetzt nur ein, ne, 2 sind das jetzt, ne? Das sind nur 2. Oha, Blackjack, wir könnten hier noch 10.000 raufzimmern. Ja, und theoretisch müsste man innerhalb von einer Stunde so um die 1000 bis 1500 Gunpowder bekommen. Oha, Blackjack, guck mal, ich habe hier noch ein paar TNT. Du weißt ja, wir waren Max unterwegs. Und, Achso, Blackjack, hast du das eigentlich mitbekommen? Was bei der Paulberger Burg passiert ist, mein Restaurant ist jetzt einfach gesprengt. Ja, ich hab's gesehen tatsächlich. Ich weiß auch, wer es war. Heavy, das war bestimmt Ente, oder? Nee, leider war das MBK, der hat mit Stunny gefightet. Da ist dein Restaurant bei draufgegangen und unsere komplette Geheimbase ist auch kaputt. Das war Ente. Ja, das habe ich mitbekommen, dass Ente das war. Aber no way, als ob MBK das war. Ja, der hat halt mit Stunny gefightet, ne?
Ja, aber wo sollen die Leute jetzt essen gehen? Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du baust es wieder auf oder du lässt es. Und ich sag dir ehrlich, ich würde es nicht tun. Nein, 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 da hast du recht, Blackjack. Das Restaurant, das war... Oh, das war, hat so lange gedauert, sag ich dir ehrlich, ne? Ja, es ist echt schade. Es ist halt wirklich schade. Naja, aber mit dieser Creeper Farm auf jeden Fall haben wir das Große losgezogen, sag ich dir ehrlich, ne? Ja, muss. Wenn die mit so viel TNT hantieren, dann müssen wir das jetzt eben auch machen. Ja, du weißt, wie es ist. Die Paulberger Ritter müssen ein bisschen zurückschlagen. Ey, wo ging's nach unten hier, ne? Ah. Ja, unter der Treppe geht's runter. Oha! Ich möchte einmal gern so einen Creeper sehen, der da reinfällt. Ja, das ist eine Farm, die funkt. Also, die geht, wenn du außerhalb bist. Also, du kannst hin und wieder spawnen auch so mal einer. Aber am besten funktioniert sie, wenn du nicht da bist, quasi. Ah, ich check. Okay, sehr krass. Aber damit haben wir auf jeden Fall das Große los. Und damit, Freunde, werden die Paulberger Ritter auf jeden Fall wieder was Krasses machen. Ich sag's euch, wie es ist. Auf jeden Fall, ID. Das wird abgehen. So, Blackjack, ich wollte mal mit dir irgendwo hingehen. Können wir einmal hier rausgehen und dann treffen... Dann machen wir kurz einen Cut jetzt und dann sehen wir uns auf jeden Fall draußen. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Blackjack, aber weißt du, wo wir hier in der Nähe sind gerade? Ja, tatsächlich schon, aber ID, ich habe mal eine Frage. Hm? Hast du dein Gemüse wieder nicht aufgegessen, weil es schon wieder regnet? Ich esse das Gemüse jeden Tag auf, Mann. Ich glaube nicht, weil hier regnet so viel und das riecht nach... ID hat sein Gemüse nicht gegessen. Doch, ich habe mein Gemüse gegessen, Junge. Oha, aber Blackjack, weißt du echt nicht, wo wir sind? Hier waren doch, warte mal. Hier waren wir ganz früher mal. Und zwar, Leute, müsst ihr wissen, jetzt, wo unsere Paulberger Geheimbase gesprengt ist, können wir es ja auch sagen. Und zwar haben wir hier unsere alte Geheimbase gehabt. Aber wo? Blackjack, irgendwo hier war es. Ich sag's dir, wie es ist. Hier, warte, guck mal. Nee, wir waren auf jeden Fall bei Null. Meinst du, hier war es irgendwo? Warte, guck mal die Koordinaten an. Normalerweise würden wir es ja nicht so zeigen. Hier, ich hab sie. Oha, no way. Denn hier, komm, Freunde, ich geh mal runter. War die alte Paulberger Geheimbase. Die hier erste. Hat alles begonnen. Ich sag's dir, Blackjack, hier haben wir unsere ersten Pläne geschmiedet mit Max, weißt du noch? Ja, das ist schon krass. Ja, das war krass. Lass mal gucken, ob wir irgendwas in der alten Base noch haben. Denn, Freunde, ihr müsst wissen, wir haben ja so gut wie keine Items mehr. Oha, hier ist alles noch. Ja, die Mops. Guck mal, hier, gell? ID, hier war meine Geheimkiste. Ja, weißt du, wo IDs Geheimkiste war? Soll ich sie sagen? Guck mal her. Hier. Ja, nebendran, ich weiß. Oha, das ist noch Emeralds. Die ist sogar noch da. Ein Goldapfel drin. Ey, das sind meine gewesen. Alter, deine Eisenrüstung. Hey, das ist meine erste Eisenrüstung. Oha. Lass mal gucken, ob hier noch was irgendwie in den Öfen oder so ist. Ey, hier ist ein Amboss. Lass den mal mitnehmen. Hä, hey, was für Türen, Verzauberungsbücher. Hey, hier ist Obsidian noch drin. Hier sind voll die krassen Items teilweise noch. Schwarze Wolle. Öfen. Oha, Blackjack. Boah, Leuchtstaub. Blackjack, hier sind echt teilweise krasse Items noch drin, ne? Ja. Hey, und wir haben es einfach im Stich gelassen, die Base hier. Hier sind Höhlen, Tausendfüßer-Dinge. Oha. Boah, noch voll viel Essen. Hier ist ein Looting-Buch noch. Oha. Nein. Hey, was ist los? Hä? No way. Der ist immer noch hier. Bro, weißt du, was wir machen? Bro, wir hatten den schon komplett vergessen. Bro, ich weiß, was ich morgen um... Ey, lass morgen Video-Idee. Ich habe eine Video-Idee für morgen. Ja, oha. Die werde ich jetzt aber nicht hier verraten. Nein, nein, die verraten mich hier nicht, Freunde. Aber er wird doch eine tragende Rolle spielen, das sage ich euch. Oha. Ja, auf jeden Fall. Den hatte Max doch sich geholt. Er hat ihn durch Zufall gefunden, Junge. Ja, oh, krass, dass und der noch da ist. Wir hatten den einfach hier vergessen, Blackjack. Ich habe gedacht, tatsächlich, die haben den mitgenommen. Ja, das habe ich auch gedacht. Das ist so ein seltenes Mob, Freunde. Und der ist einfach noch hier. Ich glaub's nicht. Krass. Komm, lass mal weiter gucken. Ja,
lass weiter gucken, Blackjack. Warte, lass mal gucken. So. Hier sind safe noch irgendwie andere Geheimkisten, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Meinst du, wir haben die alle schon gelootet? Guck mal, die erste hier war ja nur so ein bisschen und ich habe das dann hier so übelst erweitert. Ja, Blackjack, hier können wir immer noch Essen holen. Sag ich dir, wie es ist, Junge. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, lass mal Kartoffeln mitnehmen. Oha, ja, hier, mein Inventar ist voll. Warte, ich kann auf jeden Fall mal ein bisschen was mitnehmen. Die Erde brauche ich nicht. Oha. Aber lass ein bisschen was stehen für den Fall der Fälle, dass man mal irgendwo was braucht. Dann wissen wir, dass wir hierher kommen können. Und die Zuschauer erinnern sich vielleicht noch dran. Hier haben wir immer gefarmt. Oha, hier sind noch Items drin. Bro, das ist richtig Nostalgie gerade. Ich sag's euch, Freunde, das war unsere erste Base. Hier hat alles angefangen mit dem Pearlberger Rittern. Das war krass. Oha, und jetzt hat's so geendet, dass einfach Krieg ist, Blackjack. Ich glaub's nicht. Oh. War irgendwie klar. Endet doch immer so. Ich sag's dir. Aber jetzt, wo wir hier back to the roots sind, Blackjack, werden wir mit diesen Pferden noch was Krasses machen. Ich hab da einen krassen Plan, du auch? Ja, auf jeden Fall. Also das Pferd, das wird nicht mehr lange hier sein. Ja, das werden wir auf jeden Fall verstecken, Freunde. Also an die YouTuber, die die Folge hier sehen, ihr müsst euch gar keine Hoffnung machen, dass das Pferd noch hier ist. Es ist schon weg, Freunde. Es ist definitiv weg. Oh, das stimmt. So, Blackjack, aber dann würde ich sagen, lass mal wieder raus hier. Und lass mal, lass mal zurück auf jeden Fall nochmal zur alten Pearlberger Base, wo alles gesprengt ist, okay? Okay. Dann sehen wir uns gleich, Freunde. Yo, Blackjack, guck, wir sind die. Ja, guck dir mal an, was hier alles aufgebaut wurde. Ja, guck dir mal an, was hier... Oh mein Gott, no way. Ja, Freunde, ihr habt's mitgekriegt. Hier unten war unsere Geheimbase. Und Blackjack, lass mal gucken, ob noch irgendwas da ist, okay? Ja. Ich warte kurz. Man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben, Freunde. Oh, guck mal, hier geht's rein. Hier, bei mir geht's rein. Wo bist du? Was haben die denn hier gemacht, Junge? Ah. Hey, wo bist du hin? Nee, nee, ich hab's. Hä? Ich bin am richtigen Eingang, Blackjack. Oh, ja, ich bin am falschen. Ja, ich hab's gemerkt. Hä, wo ist denn die Base? Junge, ich check gar nichts mehr. No way. Hä, es ist ja gar nichts übrig, Blackjack. Nein, es ist wirklich nichts übrig. Hä, wo, nicht mal irgendwie das Feld. Ah, doch, hier. Warte, ein bisschen ist übrig. Hier sieht man noch vor die Farben, ne? Oha! Lol. Da hinten war die Mobfarm, Leute. Hier war die Farm. Ja, hier war die Mobfarm. Es ist halt echt noch ein bisschen was übrig. Ja, ein ganz kleines bisschen, Leute. Bro, aber der hat halt echt ganze Arbeit geleistet. Der hat sogar unsere Felder kaputt gemacht. Überleg dir mal, Blackjack. Wir haben so viel Arbeit hier reingesteckt. Und du, Ente, du hast alles kaputt gemacht. Was soll das, ey? Oh, ja, nein. Gut. Oh, aber, guck mal, ganz interessant. Hier hinten war eine Höhle. Ey, das wusste ich aber schon. Vielleicht können wir hier mal Dias Farm gehen. Ja, können wir bestimmt irgendwann mal machen. Weil ich glaube, der Großteil hier ist auch schon gelootet, aber echt. Wow! Blackjack! Oh, Blackjack! Ich kann dir helfen, aber ich muss nicht. Diese Fischschuhe haben gerade dafür gesorgt, dass ich da voll im Köpfer runtergesprungen bin. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen. Okay, lass mal wieder nach oben gehen, Blackjack. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr übrig. Aber weißt du, was das Gute ist? Ich habe unsere Dias, also meine Dias, die ich hier hatte, in der Geheimkiste noch gerade so in Sicherheit gebracht. Ja, Glück gehabt, hätte ich gesagt. Weil als Alpha-Stand in meiner Folge gesagt hat, er weiß, wo die ist. Ich habe mir schon gedacht, irgendwas wird hier passieren. Oha. Ja gut, Blackjack, ich würde sagen, hier ist auch nicht mehr viel übrig. Oh mein Gott. Nee, ID, wir müssen uns, eine neue Base bauen. Ich sag euch, wie es ist, Freunde. Das ist jetzt eine Ansage an alle, die hier alles hochgesprengt haben. Wir lassen uns nicht noch ein drittes Mal erwischen. Ja, ID, ich sag mal, so ein bisschen warst du ja diesmal dran schuld. Hä, wie, ich war dran schuld? Naja, die haben dich beobachtet. Hä, wie, die haben mich beobachtet? Die haben dich beobachtet, wie du quasi aus der Geheimbase rausgekommen bist und daher wussten sie, wo sie ist. Hä, als ob die das so gefunden haben? Ja. No way. Beim letzten Mal war es MBK, der es im Livestream hinten in seinem Schrank gespiegelt hatte.
Und diesmal ja. Ich oder was? Ja. Hey, guck mal, die Schiene ist noch ganz. Ey, die könnte man doch mal eigentlich benutzen, ne? Ja. Ey, das gibt's nicht. Ja, Leute, es ist, wie es ist, ne? Solche Sachen passieren halt, aber Bletschke und ich werden schon dafür sorgen, dass auf jeden Fall noch spannende Folgen kommen. Wir werden was Neues aufbauen. Blackjack? Ja. Ich sag dir, wie es ist. Wir machen das. Wir bauen eine neue Base. Größer, besser. Mehr Items. Wir schaffen das schon. Ich hab mal eine Frage. Warum liegst du bei mir hier gerade die ganze Zeit auf dem Bauch? Hä? Ich lieg nicht auf dem Bauch, Junge. Doch. Nein, Blackjack, hör auf, so Quatsch zu erzählen. Oh, Moment, mein Gott. IT. So, oh, warte, ah, IT. Hä? Guck mal. Blackjack. Guck mal, WhatsApp. Oh, mein Gott, no way. Hält mir wirklich auf dem Bauch. Du schwimmst bei mir die ganze Zeit hier rum. Hä, das ist ja voll komisch, ey. Du schaust aus wie so ein Fisch an Land. Ich bin kein Fisch, ey. Ja, irgendwie schon. Ja, gut, Blackjack. Aber ich würde sagen, Leute, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Abo da. Hey, Blackjack. Und wir sehen uns. Hör auf mich nachzumachen, Junge.